Weiter geht's, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Wir haben uns hier vorgestellt, unser Team, wir haben unsere Höfe vorgestellt, hier den super geilen, super hyper geilen Fan. Nochmal kurz zeigen hier von Panikas. Ja, Rainer, du kannst ihn ja hinterherfahren, ne? Der ist so geil. Ja, komm mit dem top, Ding hinterher, top, Rainer, top, damit top, die Leute das genau. Ding auch von innen sehen. Ich steig bei dir ein. Auch mit Multipassenger, also. Genau. Wer steigt denn bei mir ja, ein? Hier keiner, Patrick, oder was? Patrick, den hättest du ja auch gleich... Jablo, komm, steig bei Rainer mit. Komm rein in die hier, Presse in die Hütte. Können ja alle einsteigen. 3, 2, na, Spaß. So, auf geht's. So, also die Kabine schaukelt, wenn ihr das gesehen habt gerade, die Kabine schaukelt sogar mit hier. Ja, ja. Oh, ich häng den ab, pass mal auf. Moment, ich muss mal gerade hier umschwenken auf meine Lenkung. Ups. So. Herr Bürgermeister, du müsstest mal ein bisschen warten. Nö, ich komm schon nach, kein Problem. Wir fahren ja geduldig hier, wir haben ja keine Eile. Also wie gesagt, hier die Scheibentönung seht ihr schon gegen die Sonne oben, über dem Jablo hier. Ey, super. Top, ne? Also die Spiegel funktionieren jetzt, nichts, was nicht geht. Ja. Absolut geil. Loop, haben Sie schon was getrunken heute? Warte mal gerade, Leute, ich glaube die Displays, die gehen aber auch irgendwie an. Doch, hier, du musst über IC. Der IC. Musst du, logischerweise hat auch IC-Steuerung das ganze Gerät mit alle Wischer links, rechts. Genau. Ne, hinten, vorne, rechts der Wischer, dann hast du das Display kannst du anmachen. Ja. Die oben, die Dachluke kannst du aufmachen, die Fahrradtür kannst du aufmachen. Zig Varianten, also wirklich, das Ding ist vollgepackt, also was... Er hat alles. Ja, da gibt's wirklich nicht viel, was er nicht hat. Also ohne Witz, also wenn jemand den probieren will, ohne Laden unbedingt, also das Ding wird dir nie wieder aus dem Bot-Ding schmeißen. Ja, der muss eigentlich auf jeden Hof, also zumindest auf jeder Mod-Liste stehen, weil... Ja, wer große Traktoren in seinem Spiel hat, der muss das Ding hier haben. Also 100 pro. Boah, irgendwann stinkt hier nach Bremsen, ey. Also wenn er wirklich mal ein bisschen Leerlauf haben sollte, dann hätte ich noch andere Wünsche. Ich bin jetzt kein bekennender Fan, muss ich sagen. Also hier ist schon geil. Allein die was hier alles dran ist, ist super. Ich bin eher Deutsch-Fan, muss ich jetzt gestehen. Werden mich für viele schlagen, aber das Ding ist geil. Das ist absolut geil. Wenn ich dann sehe, wie andere 1050er da in 100er Scharen in die Modlisten geschmissen werden, dann ist das hier super. Da gibt's gar nichts. Also, aber so ein schicken Deutz in dem. Panikas, wir reden nochmal. Auch einen guten Lob, ne? Ein neuner Deutz haben wir auch schon, einen ziemlich guten. Den haben wir auch schon, genau, ja. Den haben wir jetzt aber leider nicht rausgeholt. Egal. Aber der ist auch schon gut umgebaut, ja. Genau. Der hat auch schon ein paar Funktionen, aber der wäre noch ein bisschen der Feinschliff fehlt ihm. Also der ist nicht so wie der Fendt, kann man sagen. Aber da fehlt uns noch der Feinschliff. Der könnte nochmal bei Panikas durch den PC, ne? Achso, nochmal so für alle, die noch mitmachen wollen. Also das einzige DLC, was wir haben, ist das Class DLC. Ja, genau. Zurzeit, also falls die Fragen mal auftauchen sollten. Genau, wie gesagt, DLC. Wenn jemand mitmachen will, der braucht eine einigermaßen gute Internetleitung, einigermaßen guten PC, also jetzt kein Gaming-Superteil. Kein NASA-Rechner? Nein, braucht er nicht. Aber mindestens er braucht, so wie Raphael. Er braucht Skype. Teamspeak. Mindestalter, ne? Mindestalter 18. Und er braucht vor allen Dingen Lust. Er braucht Bock. Der muss glühen hier. Das ist geil. Das braucht er. Das ist das Wichtigste. Wenn hier und da mal ein PC abschmiert, mein Gott, das ist so. Oder keine Ahnung. Passiert eben mal. Aber das passiert. Aber wenn einer keinen Bock hat, das kannst du keinem reintrichtern. Das ist so. Entweder sitzt oder sitzt nicht. Genau. So, also hier wären wir schon mal auf dem Händlerhof. Ja, das war ja Patrick sein Milieu. Auf mir, genau. Genau. Meine Frage, Patrick, hast du unseren Unimog? Ich habe den Unimog, der ist noch nicht drauf. Ist der oder? Nicht hier drauf? Ich weiß es gar nicht. Doch, könnte sein. Die sind doch beide drauf, glaube ich, ne? Doch, könnte auch drauf sein. Ich lasse mal gucken, ob der Unimog drauf ist. Könnte man den vielleicht auch noch gerade vorstellen, dann hätten wir nämlich soweit alles durch. Weil wir können einfach auf der Rückfahrt machen, oder? Sind beide drauf. Ja, dann hol ihn mal bitte. Soll ich einmal holen? Ja, klar, mit Namensschild? Hol ihn mal. Ja, klar, natürlich. Ja. Und wir gucken uns mal deinen Hof an. Genau. Dann guckt euch die mal an. Aber ich bin natürlich da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aus die Karre. So. Genau, wir können ja nochmal die Zuschauer fragen, was die nochmal so für Fragen haben, oder? Ja klar, wenn jemand Fragen hat, raus damit. Ne? Einfach in die Kommentare schreiben. Schneller wie jetzt können wir sie nicht beantworten.
Genau. Schneller geht's nicht. Sag mal, das höre ich auch öfters oder schreibt dir wer, ich meine, das weiß ich jetzt von aus Dings. Wie sieht es denn eigentlich so mit kleinen Challengen wieder aus, so wie Dings? Wird das auch mal jetzt dann passieren oder eher dann im Livestream Challenges? auf Wie meinst du Facebook? Challenge? Ja, so einfach so, ich weiß nicht, so Irgendwelche Ach so, Wettbewerbe ja, oder irgendwelche Rasenmäherrennen oder weiß ich nicht, genau. Ballen Wir stapeln. hatten ja zum Wechsel des LU-Chefs hatten wir ja so eine kleine Ballen-Challenge gemacht. Genau, Sowas, und ob das klar. wieder öfters Ja, kommt das kommt von Zeit zu Zeit immer oder wieder, ja. also können sich die Leute darauf warten, dass immer Genau. wieder sowas. Das macht ja auch Bock, ja. Das ist mal ein bisschen abwechselnder. Klar, Ja. natürlich, sowas wird immer passieren, ne? Aber wir bleiben Ja. dann auch im RP. Also das wird jetzt gesagt, so jetzt machen wir mal Schluss mit RP. Das wird im RP stattfinden. Also das wird Okay. angekündigt, der Bürgermeister lässt das einfallen und irgendjemand Bürger geht zum Bürgermeister und sagt, hier, ich hätte da eine Veranstaltung, die würde ich Ja. gerne, ne, so mit Bier und tralala und dann wird das kundgetan, dann fahren wir hin und dann wird, ja, aber alles im RP. Das ist toll, Genau. wirklich, das ist wirklich cool. Mario Ich. und Herbst, ja, ihr könnt gerne morgen vorbeikommen. Kein Ja, Problem. klar, natürlich. Ja, der Herbst hat er heute ja schon bei uns mit angefangen gehabt und der würde wahrscheinlich auch Ach mal so, versuchen mit dem das ist, RP. ja, jetzt sehe ich. Okay, alles klar. Genau. Ja, natürlich. Weil wir haben Kein gesagt, Problem. wenn es passt und so, gucken wir uns das gerne immer an. Genau. So, Patrick, das bist du ist, jetzt muss ich geflogen? mal gerade hier Ja. Licht anmachen. Also, das ist die Originale. Ne? Wie wir ihn auch Genau. gedownloadet haben. Hier FB-Modding, ne? Stell den mal daneben, dann sieht man das. Ich habe jetzt aber die Aufbauten nicht aufgemacht, siehst du, Nö, das habe ich ist egal. vergessen Die jetzt. brauchen wir nicht. Nö, kannst du. Was willst Patrick, du? Was hol's mal runterziehen? Okay, daneben. ich Dann stell mal kann Rainer daneben. hier vorne stehen, dann sieht Genau, man dass das. man hier aber so ein bisschen durchkommen kann noch. Stell mal hier hin. Also, sie sind vom Aufbau, wie gesagt, alle gleich. Ne? Die haben jetzt keine extra Bridge oder und sowas oder extra Fronthydraulik oder was weiß ich was. Der hier ist halt eben, wie man im Internet, wie ihr den auch runterladen kann. So, und jetzt kommt Licht an. Unserer. Als erstes, dieses Kennzeichen, ich weiß nicht, wo die Jungs das her haben. Auf jeden Fall, ich hatte das mal auf einem A-Team Chevy. Da war das dieses Kennzeichen drauf. Das war schon mal der erste Knülle, wie ich das Ding gesehen habe. Was? Wo kommt das denn her? Dann haben wir hier natürlich, ganz zufällig, ne? Da bleiben wir jetzt mal eine halbe Stunde drauf, damit jemand jeder sich das einbringen kann. So. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch. So, haben wir eine halbe Stunde rum. Dann kommt natürlich hier der Knüller. Das ist meine Wenigkeit. Und das ist meine super, super liebe Frau Susi. Die ist schon im LKW mit mir gefahren, so. Da hatten wir auch Namensschilder dran. Und das haben die Jungs hier 1:1 übernommen. Und hier haben wir nochmal ein Logo von uns. Also, das ist wirklich geil. Ich weiß gar nicht, Patrick, hast du mir das geschickt gehabt irgendwie? Oder wer war das? Doch, du? Ja, also Jablo und ich haben dem Patrick mal zugeguckt beim Modden Genau. und haben einen, konnten eigentlich, glaube ich, auch nicht für beide viel sagen, weil wir einfach mit dem Mund offen da saßen, wie schnell der da diese Namensschilder auch bearbeitet hat, ne, im Maya. Schon sehr faszinierend und Leuchten die nicht auch? Die leuchten, ja. Ja, die mal leuchten, ja ran, klar. wenn du anmachst. Nur starten, dann leuchten Ach sie. so. Die leuchten, aber das. So, so. Genau, da leuchten Perfekt. Also richtig, richtig top. Und wenn wir Hat da er schon mal mal bei schnell uns sind, gezeigt, was er Rainer, so kann. in dem Sinne, schöne Grüße an Susi. Ja, hallo Susi. Also, das sind eben so Also Spieligkeiten. Auf sowas werden wir uns auch auf unsere anderen Mods konzentrieren, weil das geht doch schnell. So genau. Feinheiten, so wie, ja, beleuchtete Also wenn Themen jemand oder es das kann, Logo. geht es natürlich schnell. Also Ist das, ist aber ist schon cool, ne? Das das hebt schon ist ab, ne? absolut geil. Und wie gesagt, ich sag mal so, ich muss ja irgendwie das im Laufen halten. Das ist ja der Kanal von mir und ich will die Jungs ja auch da nicht allein lassen und deshalb. Noch viel, viel, vielmals Verzeihung an meine Frau, dass ich so nächtelang den Jungs hier zugucke oder mit denen hier rumfasel und quatsche und dann etwas später wird und noch eine Stunde später. Das tut mir furchtbar leid, das aber, ja, was soll ich sagen, ne? Wir prügeln dich ja schon meistens aus dem TS raus. Genau, ja, Genau. genau. Jetzt Richtig. Rainer, Richtig. und die Blumen musst du ihr jetzt ja eh kaufen. Nein, ich darf keine Blumen kaufen. Meine Frau hat mal gesagt, wenn du Blumen mitbringst, dann hast du irgendeinen Scheiße gebaut. Ja, jetzt musst du Ehrlich? sie Ja. mitbringen. Ja. Genau. Nein, nein. Die hat gesagt gehabt, wenn du irgendwann mal Blümchen mitbringst, dann hast du Scheiße gebaut. Den kauf die Aber, Reizwäsche und Rainer, überschießt. deine Frau grüßt gerade das ganze Team, ne? Jo, genau. Ich sehe es. Danke. Vielen Dank zurück.
mein Schatz. Danke. Erstmal ein Bier, ne? Danke. Genau. Also wie gesagt, das ist derselbe, der hat auch eine Frontetrolle, die ganzen Krempel haben wir jetzt natürlich vergessen. Das ist eins zu eins derselbe wie die drüben, nur halt eben, der hat die Feinheiten nicht. Und das ist das, was mir absolut geil gefällt. Genau wie mit den Brücken, da steht unser Logo drauf. Das ist geil. Dann haben wir noch, der ist auch noch nicht fertig, ne? Die Vierachser. Der ist auch noch nicht ganz fertig, ne? Nee, der ist noch nicht. Da muss das Logo geändert werden, genau. Also wir haben noch einen LKW, beziehungsweise mittlerweile so mehrere, ja, die MN sind auch fertig, ne? Ja, genau. Aber die sind ohne Logo, oder? Ja, die sind noch nicht hier drauf, genau. Aber die haben im Passenger haben die alle, ne? Der Mercedes ist fertig, ne? Genau. Herr Diablo, ich melde bald einen Jeep der BMW an für die Stadt. Ja. Wirklich? Oh nein! Ich glaube, die habe ich nur zum Aufkleben, also zum Folieren mit den Stickern. Finde so. Ich glaube, der Passenger, ich glaube, in der Liste, die ich Patrick geschickt habe, da war der schon dabei. Ja. Ach, okay. Ja, wir müssen unsere mal die Sachen aufteilen. Genau. Kann man auch noch Wünsche einbringen? Patrick auch nochmal zusammensetzen müssen. Die Wünsche werden dann jeder extra irgendwas macht, sondern kann man es ein bisschen aufteilen. Nicht alle durcheinander bitte, sonst haben wir hier ein Echo. Ja, natürlich kann man Wünsche annehmen, also normalerweise laufen die Wünsche natürlich über mich. Also Ken leuchtet auf jeden Fall. Ne? Also ich bin der Weihnachtsmann. Nee, der Weihnachtsmann bringt ja die Geschenke. Nee, da seid ihr eigentlich Weihnachtsmänner. Ich bin der mit dem Wunschzettel, genau, der bin ich. Du bist doch der Nikolaus mit der Hute, oder? Genau, mit der Hute. Der euch durch den Teamspeak trägt. Na, jetzt mal zurück, genug Werbung für uns hier. Jetzt gehen wir mal zurück auf den Händlerhof. Also hier ist unser Händler. Und der hat auch irgendwo eine Werkstatt, glaube ich, ne? Wenn ich da richtig informiert. Ich habe auch eine Werkstatt hier. Da ist ein Trigger, da können wir die Fahrzeuge auch umändern. Genau, hier ist auch ein Trigger drin. Der Werkstatttrigger, genau. Und hier haben wir natürlich Ausstellungshalle. Genau, hier steht nochmal so ein Monster. Das geile Stück. Mit Breitreifen. Hier müssen wir halt eben nur das Gewicht austauschen. Da muss unbedingt das andere Gewicht drauf, sobald wir das in... Haben wir das nicht in der Liste schon drin? Nee. Nee, das haben wir noch nicht drauf. Ja, da muss natürlich das Dings dann drauf, das sieht dann natürlich hammergeil aus. 965R, Alter, das ist einfach Walzen. Das sind so ein bisschen. Denn guck dir das nicht so viel an, du fährst eher Autos. Die kann man dann zum Beispiel für Silo-Festfahren benutzen, ne? Das ist natürlich eine Top. Da fährst du eine Silo mit fest, ja, aber nicht die Inhalt vom Silo. Genau. Das Thomas, du stichst mal lieber nicht mich. Das wird das Fundament. Wir nehmen es auch, um Bodenplatten zu verdichten. Du. Genau, ich wollte gerade sagen, das Fundament wird danach gerüttelt. Von dem Fahrzeug. Ja, das ist hier mein kleiner Ausstellungsraum. Ja. Steht jetzt noch nicht so viel drin. Weil wir hatten die Halle mehr oder weniger gerade erst frisch raufgesetzt. Ja. Weil wir die nochmal drehen mussten. Genau. Dann habe ich hier meine kleine Werkstatt sozusagen als Durchfahrt. Genau. Dann habe ich hier noch eine kleine Waschhalle. Ja. Wo mein Stapler drin sitzt. Oh, nicht geschafft. Jetzt. Genau. Ja, süß. Dann steht hier der Hochdruckkran, den kann man hier direkt waschen und machen und tun. Ne? So ein bisschen. Genau. Kann ich in der Waschhalle schön waschen? Genau, können wir hier waschen. Das liegt hier kretermäßig alles schön in die Gulli rein, ne? Alles wegkommt. Genau. Ja. Dann habe ich hier noch meinen Bürotrakt sozusagen mit meinem Pausenraum. Genau. Für meinen eventuell zukünftigen Mitarbeiter, wenn ich irgendjemand mir anschließen möchte, oder um Bürotrakt. Hier unten ist mein Pausenraum. Genau. Hast du auch die oberste Etage ist ja auch besetzt, ne? Ja. Küche, alles da, ne? Ja, alles da. Genau, hier können wir noch hochgehen. Was war oben noch? Da war auch oben da. Ist, glaube ich, ohne Funktion. Ach, hier kann man doch hochgehen. Ich weiß nicht, ob die Tür noch machen kann, ich glaube nicht. Nee, ich habe keinen Schlüssel. Oh. Ups, da stehen die Burschen. Ja, spring nicht, ich fange dich, warte. Ich komme nicht rauf, ich komme nicht rüber, geht nicht. Das ist also du musst die Treppe runtergehen, du darfst nicht mal runterspringen. Genau, hast du so ein Sicherheitsding. Hast du sie nicht gesagt? In deinem Alter darfst du da nicht runterspringen. Nee. Ja, und hier draußen ist dann mein kleiner Ausstellungsplatz, so klein. Ein paar Geräte mal. Genau. Also den haben wir, der ist ohne einen Kaffee? Der Originalplatz hier, den gab es nicht, den haben wir hier gemacht. Also das ist alles, das war ein normales Feld und ich kann euch da mal kurz auf der Dings zeigen. Wenn ich das jetzt hinbekomme. So. Hat der Mauer eigentlich im Lotto gewonnen oder was ist hier los? Also. Da seht ihr, wir sehen jetzt hier und das ist ein ganz normales Feld gewesen. Dieses Feld. Das haben wir einfach umplaniert mit dem Tool und das wird halt eben. Mein Wunsch wäre, das ist ja immer performance-lastig, wenn du mit dem Tool hier rumeierst und so, dass wir das irgendwann mit dem Edito einbauen können und dann ist die Performance wieder extrem besser. Ne? Das ist so mein Traum, wenn man sowas sich vorstellt und man macht hier die Map so fertig mit dem Landschaftstool und sagt dann hier zum Beispiel zu Danny oder zu euch beiden hier, so hätte ich das gern, könnt ihr das machen. Und man baut das dann mit dem Giants Editor in die Map ein und dann hast du die Performance-Probleme nicht mehr. Und da kann auch nichts verschwinden oder so und dann hast du ein viel besseres Feedback, sag ich mal.
Da müssen wir aber schon sagen, da sind wir schon in der Königsklasse dann, ne? Da wären wir in der Königsklasse. Das träumen sich ja viele, glaube ich, ne? Genau. Aber das geht dann nicht mehr so einfach. Das ist die Königsklasse. Das wäre wirklich cool. Und deshalb auch, wenn jemand modden kann, Bock hat. Ja, vor allen Dingen Mapping, ne? Mapping ist natürlich optimal, ja. Das wäre natürlich optimal. Ich glaube, da würde sich Danny auch sehr drüber freuen. Genau. Ja. Ja, oder einer, der was sich auch auskennt. Also es ist ja, was man unterscheiden muss zwischen das ganze Programmieren und Mapping oder die Zeichner. Ja. Ich habe das von anderen schon gehört. Das sind ja auch die Grafiker und Zeichner, die was ja das eigentlich mehr leben, rein berufen zu Karten. Ne? Also es gibt ja andere Karten, wie jetzt einmal, wir machen jetzt mal Werbung für Hopfbach oder Hot Farm. Ja, das genau, sind Top-Karten, ja. Die selber gezockt auch alle. Ne? Ja, kennen wir. Da waren immer Grafiker dahinter. Ne? Also ja. die zeichnen das alles, machen das und der Modder macht das eigentlich dann nur mehr digital, pflanzt das hin, weil das ist alles schon fertig gezeichnet und top. Also genau. Auch die hätten auch hier bei uns Chancen. Also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, da ist absolut nichts dagegen, um Gottes Willen. Also das ist gar keine Frage. Und wie gesagt, also ich denke mal, Danny und ihr beide, ihr seid wahrscheinlich auch wissbegierig. Ich weiß jetzt, das ist ja ein getrenntes Fach, kann man sagen. Das Mapping und Modding ist ja komplett ein anderer Schuh. Es ist beides sehr, sehr zeitlastig. Genau. Ne? Also entweder konzentrierst du dich auf die Fahrzeuge oder auf die Map, ne? Oder genau. Was sagst du, Patrick? Ich glaube schon, das sind zwei verschiedene Schuhe. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall ein paar verschiedene Schuhe. Ja. Du machst das zwar alles im Giants Editor, aber. Ja, aber das ist was ganz anderes. Fängst du ganz anders an. Ne? Ich glaube, für Mapping braucht man auch schon eine gewisse Leidenschaft und wirklich eine mega krasse Detailverliebtheit. Und, ne? und eine Vorstellung, wie es sein soll. Ne? Ja. Machst du hier einen Berg rein, weil das sieht ja von oben alles anders aus, wenn du du dann hier stehst. Ne? Genau, wenn du in den Editor bist, dann ist das ja komplett anders aus, als wenn du dann auf die Map drauf gehst. Ne? Das ist natürlich brauchst du schon ein Händchen dafür, also du musst eigentlich schon. Ja. Also das ist wirklich Königsklasse, das ist ganz sicher. Aber, wie gesagt, ich bin schon mal froh, dass Danny da ist, der hier und da uns ein paar Kleinigkeiten ändern kann und auch machen kann und so. Das ist immer was anderes. Ne? Da machst du immer, wie gesagt, wir können uns auf die Felsbrunnen stellen und spielen das ganz normal. Ja, das ist irgendwann langweilig. Ne? Irgendwann, wenn wir doch bald hier was anderes, da was anderes, wie jetzt mit dem Schild und die Sachen, die da auf dem Schafhof passieren noch. Und so ein Dinger, das ist halt immer so ein kleiner Lacher noch. Ne? Oder ne? So die Richtung. Und das ist schon geil, wenn du dann jemanden im Team hast, der das auch kann. Oder der sagt hier, das ist kein Problem, was hältst du davon? Das war ja nicht meine Idee mit dem, was auf dem Schafhof da, was er gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe da eine Idee, mach. Mhm. Ne? Da, wenn du aber jemanden, du weißt, da ist jemand, der könnte das, ne? Und du hast dann so einen Plan und sagst hier, können wir das irgendwie umsetzen? Und der sagt dann, jo, klar. Oder ich kann es versuchen oder das habe ich schon mal gehört, wie das geht. Dann ist natürlich super. Ja. Dann hast du ja ein ganz anderes Spektrum, wie als wenn du jetzt sagst, okay, dann holen wir die Map oder die. Ja, dann machen wir da mit einem Landschaftstool einen Berg hin und gut. Das ist kein Mapping, ne? Okay. Gut. Ja. Meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt auch Schluss mit unserem Livestream. Ich empfange gerade eine Nachricht von unserem Panic. Ja, okay. Die haben wir natürlich mit. Oder er will sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber er würde sagen, dass Mapping genauso schwer ist wie Modden an Fahrzeugen. Ja, klar. Ja. Das auf jeden Fall. Nur ich sage ja, das ist aber zwei Paar Schuhe. Das sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Wenn einer jetzt auf Modden kann, dann ist für den Mapping komplett anderes Milieu, sag ich mal. Wenn jemand jetzt Mapping kann, der kann halt eben nicht die Fahrzeuge, weil das eben zwei Paar Schuhe sind. Ne? Aber wenn jetzt jemand beides können sollte, das ist natürlich... Aber dann hast du auch die Zeit. Guck mal, wenn du jetzt so eine Map baust, ich weiß nicht, wie lange sitzt man da dran? 3 Monate oder sowas? Ja. Wann will der denn noch Fahrzeuge modden? Ne? Wenn ich mir das anhöre, also jeder kennt, also auch von unserem Streamer, weiß vielleicht die Hot Farm, ja, die kennen wir, glaube ich, alle, ne? Ja. Und wenn du da hörst, dass der über ein Jahr dabei war, ja. Also da wird dir schon schlecht, ja. Also ein Jahr mit Grafiker und Modder, dass die so funktioniert, fehlerfrei, ja. Und wir haben sie selber gezockt, ja. Und du weißt, Rainer, dass die eigentlich von Anfang an fehlerfrei war, außer ein, zwei kleine Fehler, aber die wurden sofort gefixt. Ja, ich würde auch sagen, wir haben die auch selber ein bisschen verfehlert, weil wir da auch du selber viel verändert haben, genau, weil wir da rumgefuscht haben in dem ganzen Zeug, ne. Und das passiert halt eben nicht, wenn du dann in Modder hast, der sagt, komm, wir machen das mit einem Editor, dann ist das ganz anders, ne? Aber da siehst du schon mal, die Karte war halt schon, auch schon cool, ne? Ja, klar. Und für das ein Jahr, boah. Ja, da musst du auch dranbleiben, ne? Du musst auch
den Ehrgeiz haben, für zu sagen, so, ich stehe das jetzt durch. Und was ich jetzt immer schon bei LS blöd fand und auch für die Modder blöd finde, wenn du moddest jetzt ein ganzes Jahr an der Map und dann kommt der neue, ne? Dann kommt der neue LS, da kannst du dich schon wieder umbauen. Da bist du ja nur noch dran, ne? Du hast ja gar kein. Wie jetzt, ich finde das doch cool, wie jetzt zum Beispiel Panika, er hat in dem Fanta 4 Monate gesessen, ne? Jetzt kommt der 21 aber nicht. Ne? Ja. Also hast du ja viel länger Spaß an den Mods. Ne? Jetzt fangen die Modder richtig an aufzublühen. Guck mal, wenn ich jetzt zurückdenke, ich spiele ja schon seit dem 8er, was in dem 17er, 15er zum Schluss immer für Mods rauskamen, die hat es dann noch 2-3 Monate und dann war ein neues Spiel da. Die besten Mods kamen immer zum Schluss. Das ist, ne, das ist halt, ist aber auch verständlich, ne, dass das so ist. Aber gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's für unseren ersten Livestream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir werden versuchen, das in Zukunft öfter auf die Kette zu kriegen. Versprochen. Was wir dann in Zukunft auf jeden Fall versuchen, ist dann natürlich das neue Projekt. Aber wann das jetzt genau startet, das, wie gesagt, das müssen wir gucken, ob wir alles Stachler haben, was wir brauchen, was wir wollen dazu. Das muss alles dabei sein, weil wir das bei manchen Sachen brauchen. Deshalb muss das halt eben auch dann fertig sein, wenn wir das streamen wollen. Und deshalb, ja, müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Da will ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr heute alle hier wart. Vielen Dank an die Zuschauer, die heute hier waren. Und wenn es euch gefallen hat, bei YouTube kommt natürlich das Ganze nochmal, könnt ihr das wiederholen. Und für die YouTuber, wenn ihr mehr wissen wollt, oder für die Facebook natürlich auch, kommt bei uns vorbei, wir können alles erklären. Wenn wir irgendwas nicht verstanden wurde, bitte? Wir sind gleich auch noch da, falls irgendjemand vorbeikommen will, sehr gerne. Genau, Schatz, ich bin noch gerade im Teamspeak ein paar Minuten. Ja, Susi, mach dir nichts draus. Wird noch ein bisschen dauern. Ich schmeiß ihn nachher wieder raus. Genau. Also gut, ja, wie gesagt, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre natürlich schick und wenn wir das nächste Mal live sind, hoffe ich, dass ihr eine Nachricht bekommt und dass ihr wieder dabei seid, ne? Bis dahin würde ich sagen. Und eins noch für alle, bleibt gesund. Ja, genau. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Das ist äußerst wichtig. #stay at home. Ja, stay home and look at the Chaos Farming. Genau. Bis dahin. Genau. Guck Chaos Farming. Und lasst ein Abo da. Ja, genau. Lasst ein Abo da, ein Like, Däumchen. Genau. Und die Glocke. Immer. Sonst gibt es ja keine Benachrichtigung, wenn es losgeht. Wie gesagt, bis dahin, haut rein. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.